Moin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte mit einer kurzen Frage starten. Hast du die Achtelfinalspiele der Champions League geguckt? Dabei spielen unter anderem drei Bundesligisten gegen drei Vertreter der Premier League. Die Bundesligisten sind jetzt allesamt raus. Das habe ich zum Anlass genommen, um mir die Dominanz der Premier League mal etwas genauer anzugucken. Dabei habe ich mich aber nicht auf die Premier League als Ganzes beschränkt, sondern ich habe mir nur die drei Clubs angeguckt, die auch im Achtelfinale der Champions League gespielt haben. Das heißt, ich habe gegenübergestellt Bayern, Dortmund und Schalke mit Liverpool, Manchester City und Tottenham Hotspur. Da habe ich mir jetzt nicht nur sportliche Kriterien angeguckt, sondern vor allen Dingen auch mal wieder wirtschaftliche Kriterien. Unter anderem zum Beispiel den Umsatz. Dabei ist es so, dass in Deutschland natürlich Bayern alles dominiert. Bayern teilweise sogar mit den englischen Clubs mithalten kann. Das zieht sich auch durch die anderen Kriterien durch. In Summe ist es aber so, dass die drei Premier League Clubs viel mehr Umsatz machen als die drei Clubs der Bundesliga. Um bei 25%. Noch spannender wird es allerdings, wenn es um das Thema Marktwerte geht. Die Premier League Clubs haben also nicht nur mehr Geld zum Investieren, diese 25% mehr, sondern sie machen auch mehr aus diesem Geld. Die Marktwerte liegen in der Premier League bei den drei Clubs nämlich ungefähr um 80% höher. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Man könnte es also fast sagen, die Teams in der Premier League sind fast doppelt so gut wie die in der Bundesliga, wenn man es mal so ganz Pi mal Daumen runterbrechen möchte. Woran liegt das? Wir haben 25% mehr Umsatz, machen 80% mehr Marktwert daraus. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Premier League Clubs wesentlich mehr Anteil ihres Umsatzes in die Spieler investieren. Da kommen dann wieder sowas wie Ablösesummen ins Spiel, aber vor allen Dingen auch die sogenannte Personalkostenquote, mit der wir uns ja auch schon häufiger beschäftigt haben. Die Bundesliga gibt in Summe weniger als 50% der Umsätze für die Personalkosten aus. In England sind es weit mehr als 60%. Das heißt, ein bisschen mehr Umsatz, aber viel mehr Anteil des Umsatzes werden für Personalkosten ausgegeben, führt dazu, dass viel höhere Marktwerte in den englischen Teams vorhanden sind. Ich habe mir dann noch ein, zwei andere Kriterien angeguckt, zum Beispiel das Thema Unternehmensbewertung. Auch da liegen die drei Clubs der Premier League weit vor den Bundesligisten, auch wenn der FC Bayern München unter allen sechs Clubs die größte Unternehmensbewertung hat. Bei den Followern ist es ähnlich, auch da sind die drei Premier League Clubs in Summe viel mächtiger als die Vertreter der Bundesliga. Was heißt das? Ich mache mir Sorgen um die Zukunft der Bundesliga im internationalen Geschäft. Momentan ist nur noch Frankfurt im internationalen Geschäft vertreten und nachdem letztes Jahr schon sehr enttäuschend war, es war kein Bundesligist im Halbfinale der Champions League, ist diesmal nicht mal einer im Viertelfinale. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Wenn der Trend so weitergeht, würde das bedeuten, dass keiner die Gruppenphase übersteht. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wenn du sagst, boah, das klingt echt spannend, dann habe ich einen Tipp für dich. Klick mal auf den Link in der Beschreibung zum Video. Da bekommst du nämlich alle Diagramme, die du sonst so nirgendwo bekommst, zu den Zahlen, die ich dir eben erklärt habe. Ich würde mich richtig freuen, wenn du draufklickst und sag, bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.